Geht schon los? Ja. Meins neu. So, herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wir spielen wie immer ein Wer bin ich mit einer Person aus der Geschichte. Echt, wer ist das? Das ist in dem Fall ich, der Philipp, und neben mir sitzt links. Du bist eine Person aus der Geschichte, okay. Sind wir nicht alle Personen aus der Geschichte? Wir schreiben unsere eigene Geschichte. Oh. Ich bin der Jürgen übrigens. Und rechts von mir sitzt? Der Dominik, hallo. Gut, und wie immer ist Mitraten ausdrücklich erwünscht. Es kommen nacheinander 10 Tipps, bis ihr es eben erratet. Ich stelle mir gerade vor, wie meine Mutter daheim hockt und das jetzt gerade mitredet. Ich bin sehr gespannt. Ich bin am 18. Mai 1899 geboren. Also das ist, glaube ich... Da fällt mir echt nichts Witziges zu ein. Mir fallen ca. 5 Milliarden Personen ein. Ja, fangen wir an. Willkommen bei A, der mega lang Form von Ach. Wie ist es bei Simpsons? Komm, hau eine raus. Aaron A. Aronson. Aaron B. Aronson. Ich glaube ernsthaft, dass meine Nachbarin, die Dilly, ihr Schwiegermutter ist irgendwie 111 geworden. Und die ist, glaube ich, 1899 geboren. Richtig, die war es. Der Dilly, ihr Schwiegermutter. Dilly, ihr Schwiegermutter. Nummer 2, ich habe Maschinenbau studiert. Das kann man in der Zeit schon studieren? Ja. Ja, klar. Ja, heißt vielleicht ein bisschen anders, aber es ist Maschinenbau. Es hieß Fabrikwissenschaften. Ja, nee, komm, weiter. Nummer 3. Ich habe in den USA gelebt. Okay. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, du musst bei Punkten 4 bis 10 gehörig mehr Informationen mitgeben. Ja, also ich auch im Ausschlussverfahren komme ich noch nicht sehr weit, auf jeden Fall. Gut. Ich war Forscher und Geschäftsmann. Na, hier, die mit dem Strom, die waren alle so, Alpha Edison und so, die waren alle später, ne? Alle früher geboren. Ja. Yeah. Da gab es schon Strom. Ja. Yeah. Forscher und Geschäftsmann. Wie heißt denn der, wo es auch den Film von Scorsese gibt? The Aviator. Och, keine Ahnung. Der. Nee, leider nicht. Schade. Eine meiner Erfindungen hilft gegen Klopfen. Aber die Rede ist nicht von Alkoholkonsum. Die hilft gegen Klopfen. Mhm. Gegen Klopfen. Ja. Gegen Klopfen. Also auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Gegen Klopfen. Gegen Klopfen. Okay. Ich habe mit Schalleindämmung. Nee, ich habe den Tag der offenen Tür erfunden. Was? Ja, gegen Klopfen. Da muss man nicht klopfen, wenn die. Okay. Ich hielt über 170 Patente. Die sind stellenweise schon ausgelaufen. 1899? Mh, wie lange hält denn so ein Patent? Ist es von Land zu Land eigentlich unterschiedlich geregelt oder ist das weltweit gleich? Hast du das nicht, bis du stirbst und dann noch irgendwie eine gewisse Schutzdauer? Das ist Copyright. Das ist Copyright. So, wenn du Musik komponierst und so Kram. Ja, bei Patenten muss man die immer wieder erneuern. Ja, das ist ja das. Das läuft irgendwann aus. Ich glaube, du musst die irgendwie auch benutzen oder so. Ja, das stimmt. Da gibt es irgendwelche. Was ist da? Aber gefährliches Halbwissen. Also, das ist nicht Albert Einstein. Nein. Nur, dass ich mal was gesagt habe. Mhm. Gut was gesagt. Und ich hatte recht. Richtig. Magst du auch was sagen? Nein. Ist wirklich Albert Einstein? Nein. Ich bin seit der Hiroshima-Sache bin ich echt verwirrt. Bin sehr sensibilisiert für solche Sachen jetzt. Okay. Eine weitere Erfindung von mir wurde genutzt, um ein Haushaltsgerät sicherer zu machen. Also ist es eine der 190 Patente oder noch eine weitere? Komm, ich hau's gleich raus. Es ist der Kühlschrank, von dem die Rede ist. Der hat den Kühlschrank erfunden. Vielleicht hat er die Tür von der Mikrowelle erfunden, aber nee. Wie kann man den Kühlschrank sicherer machen? Indem man das Schloss weglässt vielleicht. Oder indem man innen Licht macht, dass wenn man sich versehentlich einsperrt. Ja, die Lösung ist der Typ, der das Licht im Kühlschrank erfunden hat. Richtig. Ich überlege gerade, der Herr Bosch. Aber der war doch nicht in Amerika, oder? Ah, ich glaube, ich habe noch eine Idee. Fischertübel. Der Herr Fischer, wie auch immer der hieß. Ja, gegen die ganzen umfallenden Kühlschränke. Man weiß ja, früher sind wahnsinnig viele Leute durch umfallende Kühlschränke gestorben. Also ich glaube tatsächlich, dass das eine Lösung sein könnte. Was sagt unser Orakel? Nein. Nein. Du bist
sehr unsensibel. Kannst du mir das nicht schon dabei bringen? Apropos unsensibel. Mit 51 bekam ich Kinderlähmung. Das ließ mich aber nicht von meinem Erfindergeist abbringen. Wie kriegt man mit 51 Kinderlähmung? Durch ziemlich viel Pech. Das ist Hast du da recherchiert, wie das möglich ist? Ist das so eine verschleppte Krankheit? So? Glaube ja. Oder und du kannst es irgendwann kriegen und du, aber heute ist es so üblich, dass du da einfach geimpft wirst. Oder ist das wie Masern? Ich glaube, es ist sowas in die Richtung. Ich meinte Windpocken. So, wenn man das als Kind hatte, ist nicht so schlimm und später. Aber vielleicht ist auch was Verschlepptes, das weiß ich leider nicht genau. Ich glaube halt auch. Echt bitter, wenn irgendwas Kinder... heißt. Und Kinderschokolade zum Beispiel. Ja. Kindergarten. Ja. Mehr fällt mir nicht ein, sorry. Eine meiner letzten Erfindungen kostete mich das Leben. Ja, also es war irgendwas mit Strom. Nee? Nee. Tatsächlich nicht. Nicht? Das klingt so. Kühlschrank. 1899. Tippnummer, wie viel ist denn das? 9. Also er das ist nicht dein Ernst. Nicht. Ich habe das Gefühl, 9? Wir waren noch niemals so weit weg von der Lösung einer Aufgabe. Okay, Nummer 10. Man sagt über mich, dass ich, quote, mehr Auswirkung auf die Atmosphäre hatte als jeder andere Organismus in der Erdgeschichte. Der Herr FCKW. Bing, 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 bing. Wer auch immer das ist. Friedrich Christoph Karl Wenning. Fast. Thomas Mitchley Jr. war's. Was? Der gute Mann hat nämlich das FCKW erfunden. Und das war tatsächlich eine bessere Alternative zu den vorherigen Gasgemischen, die in Kühlschränken übrig waren. Und daran ist er gestorben? Nee, und zwar was hat folgende noch, Dinge. Was hat er dann noch erfunden? Also so ein paar Sachen, die ich raushauen will, ist das mit dem Klopfen. Der gute Mann hat als Zusatz zu Benzin das Blei erfunden. Ah, das Klopfen im Motor, okay. Mhm. Ja, genau, okay, das hat genau das verhindert. Und der gute Mann war eher jemand, ich sag mal, ein Mann der praktischen Dinge, zum Beispiel beim FCKW, quote Wikipedia, bei einer Demonstration vor der American Chemical Society im Jahr 1930 inhalierte er eine Lunge voll Dichlorfluormethan und blies damit eine Kerze aus, nur um zu zeigen, dass sein Gas sowohl nicht brennbar als auch unschädlich sei. Also dann ist er aber mit Kinderlähmung noch relativ gut davongekommen. Wie alt ist er tatsächlich geworden? Ja, nicht so wahnsinnig alt. Nicht viel älter als Kinderlähmung. Nicht viel, so 4 Jahre noch ungefähr. Vielleicht hat er die posthum bekommen, die Kinderlähmung. Ich möchte folgende Sache auch noch vorlesen, finde ich auch ganz, ganz toll. Zunächst wurde diese Entdeckung, es geht um die Sache mit dem Blei, als großer technischer Fortschritt gepriesen und Blei wurde zu einer Standardzusatz im Benzin. Erst später wurde klar, dass hierdurch eine große Menge Blei in die Atmosphäre freigesetzt werden, die überall auf der Welt Gesundheitsprobleme verursachen. Jetzt kommt's, Arbeiter, die das Additiv produzierten, waren deutlich schwerer betroffen. Es kam zu mehreren Todesfällen und zu schweren Nervenschäden mit Gangstörungen und Wahnvorstellungen bei den Arbeitern. Aber jetzt kommt der Knaller. Nachdem er den Dampf seines Kraftstoffes inhalierte, um dessen Ungefährlichkeit zu demonstrieren, bekam Mitchley 1924 eine Bleivergiftung, die er über ein Jahr lang auskurieren musste. Und, so das große Finale, im Alter von 51 Jahren erkrankte er an Kinderlähmung, die bei ihm zu schweren Behinderungen führte. Um dieses Problem zu lösen, entwarf er ein ausgeklügeltes System aus Schnüren und Umlenkrollen, das ihn aus dem Bett und in den Rollstuhl heben sollte. Er starb im Alter von 55 Jahren, 4 Jahre später, als er sich versehentlich in den Seilen seine Vorrichtung verheddete und strangulierte. Andere Quellen vermuten hinter dem vermeintlichen Unfall aber einen Selbstmord. Ganz schön dramatisch. Ja, also es ist ein Mann, der hat unglaublich viel erfunden, der aber Großes geleistet. Der große Bösewicht der 80er Jahre ist, weil sowohl FCKW als auch Blei im Benzin. Ich habe jetzt überlegt, was tatsächlich schlimmer ist, FCKW oder Blei? So, was hatte mehr Auswirkungen damals? Also, ich vermute mal, das Blei hat direkte Auswirkungen. Weil sozusagen, wenn du das einatmest als... Ja, ja, aber jetzt mal so global betrachtet. Naja, ich glaube, global betrachtet, das ist ja trotzdem viel mehr Autos, die rumfahren, oder? Oder das brauchst du nur beim Diesel? Nee, im Benzin. Das ist jetzt auch mal eine gute Frage. Glaubst du, es gibt mehr Kühlschränke oder mehr Autos auf der Welt? Ja, naja, mehr Autos. Sicher? Nee. Wie viele Kühlschränke besitzt du? Einen. Ich hatte schon mal 2. Wie viele Autos besitzt du? 1. Naja, also dann gewinnt der Kühlschrank.
Aber doch nicht in den 80er Jahren. Und noch nicht global gesehen. Ich glaube, da werden wir heute nicht mehr zum Ergebnis kommen. Sehr schön. Das war bei Viva A. Heute eher so mittellang. Ja. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und wir hören uns bei der nächsten ganzen Folge. Bis dahin. Das war eine Drohung übrigens. Ciao.